Hallo Jönisschen, willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 hier auf dem Kanal Erdbeer Gaming. Willkommen zur nächsten Folge. Wir starten heute wahrscheinlich in die Saison rein, zumindest hier im Trainingslager. Ich habe mal auf euer Feedback in Form von Teichchef gehört und werde jetzt einfach mal am Anfang der Folgen die Kommentare der letzten Folge vorlesen. Ab jetzt lohnt es sich also wirklich, dass ihr hier auch eingeblendet werdet. Und ja, ich hatte eigentlich immer den Anspruch, dass ich ziemlich genau auf euch eingehe. Scheinbar hattet ihr das Gefühl, dass es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so war. Deswegen werden wir es jetzt nochmal intensivieren sozusagen. Und fangen wir einfach mal an. Da hat der gute Leo Zino geschrieben, bei den Jugendcamps kannst du das Mindesttalent noch hochschrauben. Ja, dann machen wir es doch einfach mal. Wir haben hier die Jugendcamps noch irgendwo. Genau hier, ich bin ein Profi, ich weiß genau, wo das ist. Das Mindesttalent kann ich hochschrauben. Schauen wir mal. Also hier. Ich würde mal sagen, so 3 Goldene machen wir immer. Machen wir mal hier 3 Goldene und einen Silbernen. Wenden das für alle Jugendcamps an und drehen auf 8 Millionen hoch. Ich meine, da können wir das Geld ordentlich für ausgeben. Und dann sollte das so, denke ich mal, passen. Haben wir jetzt hier das Mindesttalent eigentlich überall hochgedreht, oder? Aber er hat noch nicht die Kosten überall. Okay, dann ziehe ich die hier auch nochmal höher. Aber das Mindesttalent passt ja zumindest. Das ist jetzt überall angeglichen sozusagen. Und ja, sollte passen. Dann haben wir einen Kommentar von Juli. Da haben wir, die Champions League Quali-Termine werden im Kalender immer angezeigt, auch wenn man selbst nicht in der Quali vertreten ist. Hättest du ruhig vorher schon mal ein Trainingslager machen können? Ja, okay, weil bei mir war es immer so, dass irgendwie das Trainingslager halt angehalten wurde, ne? Also ich wollte hier ein Trainingslager machen. Und genau in diesem Zeitpunkt, oder letzten Monat war es. Ah ne, doch nicht. Es war genau dieser. Dann wurde es immer unterbrochen. Also ich wollte so maximale Zeit machen, aber dann wurde es immer unterbrochen. Keine Ahnung, warum genau das so war. Der gute Lord Löhrich schreibt, wenn man Ablösespieler, also ablösefreie Spieler haben möchte, sucht man am besten noch am Ende der Saison. Gut, das ist eine Anmerkung. Da sollte ich dann definitiv mal am Ende dieser Saison drauf achten. Und wir haben noch einen Kommentar von Finn. Mach mal Butter bei die Fische und hol dir endlich die Weltklasse ins Team. Max Meyer, den Fußballgott. Ja, dann schauen wir nochmal. Er müsste eigentlich nicht ins System passen. Das ist halt so das Ding, ne? Aber schauen wir einfach mal. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie der Typ Meyer, ne? Also so gesehen wird er doch geschrieben. Und da haben wir ihn von Everton, ne? OM. Ja, OM passt doch sogar fast. Ja, 81 hat aber einen Marktwert von viel zu viel. Also da habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust, den zu holen, ne? Wenn das wahrscheinlich eher nur ein Troll war, aber nee, gute 50 Millionen gebe ich nicht für Max Meyer aus. Also ganz bestimmt nicht. Und dann haben wir nochmal Teichchef. So, jetzt bin ich durch. Interessante Folge. Was ist los mit der Lion Army? Hast du vor oder eher nicht? Ja, ich überlege halt, weil das, was ich jetzt endlich herausgefunden habe, ist, dass sich das hier um die zweite Mannschaft handelt. Dass wir halt hier sozusagen Leute wie Hyde verleihen, weil der schon eine 74 hat, oder auch Meinhold. Also alles quasi über eine 70 verliehen wird. Aber ja, wie ihr seht, ist die Mannschaft halt nicht mal groß genug. Deswegen würde ich die zumindest mal erstmal noch ein Jahr so spielen lassen und dann zum nächsten Jahr damit angreifen. Aber zumindest Hyde können wir gehen lassen, denn Hyde hat eine 74 und den können wir eigentlich verleihen. Das macht schon Sinn. Schauen wir mal auf Transferstatus und zur Leihe. Leihgebühr muss ja gar nicht so hoch sein. Kaufoption machen wir nicht. Und ja, das passt eigentlich so. Eine Fahrstuhlmannschaft sind wir, was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Ja gut, wir schauen mal die Jugendmannschaft. Wer ist er denn? Er hat einfach fast maximales Talent. Tarantula, den haben wir hier bei Weiß. Ja, ich denke mal, dann spielt hier dieser Tarant. Den werden wir definitiv mal aufstellen. So viel Talent, ne? Dann sollte man das auch nutzen. Kommt dann auch nochmal ein Mentor hier. Mal schauen, ob wir irgendeinen kriegen. Ja, Koopmeiners, das passt doch sogar von der Position. Und dann machen wir hier, muss aufgestellt werden als DM. Schauen wir mal, nimmt er das jetzt direkt? Genau so wollte ich das haben. Ja, dann werden wir jetzt durchsimulieren, oder nee, wir spielen ja hier direkt gegen, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wer das sein soll. Pavlenka muss raus, deswegen bekommt Capino seine Chance und wir nehmen halt eben Wiedwald dahin. So, dann wird Itta mal spielen für Sonnenberg. Wen können wir noch spielen lassen? Ja, Hahn braucht mal seine Chance.
für Moukoko, weil Moukoko eigentlich noch glücklich ist. Und ja, Philipp Weiser kann auch spielen für Veljkovic, der ist gerade eh angeschlagen. Klaassen mal für Eggestein. Cook mal für, ja, ich weiß ja nicht. Cook muss gar nicht mehr so viel spielen. Eklenkamp kann auf die Bank für Albrecht. Gottschling mal in die Start. Nee, Eggestein ist gerade noch unzufrieden. Ja gut, machen wir das so. Haben wir hier Ryan Session, dann lassen wir Bittencourt spielen. Und damit geht's rein in die nächste Partie hier. Gegen, ja, den Namen versuche ich jetzt gar nicht erst auszusprechen. So, ich möchte, dass ihr heute Gras fresst. Los, Leute. Strengt euch an hier, Freundschaftsspiel im Trainingslager ist natürlich immer nicht so einfach. Nehmt es aber einfach mal mit hier als lockeren Sieg Klaassen mit dem 1:0. Darauf kann man erstmal aufbauen. Capino hält auch die 0. So muss es sein. Eine 74, das ist echt stark, wie der sich als zweiter Keeper hält. Wir bringen Sessignon für... Ja, doch, für Itter. Das denke ich mal besser. Eklenkamp für Fünger, auch wenn er eine 1,0 hat. Und Gottschling vorne für Eggestein, lohnt sich auch. Hahn muss auf jeden Fall rein für Arp. Und Sessignon für Bittencourt. Haben wir einfach mal offensiv so ein bisschen durchgeswitcht. Und jetzt bekommen wir natürlich das 1:1, ne? Das ist auch perfekt. Und sogar noch das Gegentor. Bringen wir Friedel für Weiser. Also ein Gegentor musste jetzt nicht unbedingt sein noch, ne? Oder sogar zwei. Ja, Eklenkamp wenig... Bräh. Ja, super Spiel. Super, super, super. Habt ihr wieder wunderschön gemacht. Kann ich nur zufrieden mit sein. Wenn ihr so die Bundesliga spielt, dann, ja, dann werden wir definitiv Meister, ne? Zumindest ist Pavlenka jetzt mal wieder fit, ne? Und auch Veljkovic sollte jetzt nicht mehr wirklich angeschlagen sein. Wir gehen rein in die nächste Partie hier und diesmal will ich eigentlich, dass wir gewinnen. Also geht mal keinem Zweikampf aus dem Weg. Jojo Eggestein, Kopenhagener 2:0, so geht das. 3:0, ja. Das kann man so definitiv unterschreiben. 4:0, erste Halbzeit. Wechseln wir Moukoko ein für Hahn, dass der einfach nochmal ein bisschen Zeit bekommt hier. Ja, Sessignon auch. Eklenkamp meinetwegen für Fünger nochmal. Haben wir Friedel, der braucht natürlich auch seine Zeit. Meinetwegen wechseln wir Wiedwald ein. Gottschling. Ja, dann haben wir auch eigentlich fast alle durch. Naja, Steven Sessignon, dann haben wir wirklich alle durch. Nehmen es also mit, 4:0 Führung hier. Was können wir noch raufhauen in die zweite Halbzeit? Bisher ja überhaupt nichts. Ja gut, ne? Das ist eigentlich eine schwache Leistung. Aber gut, 4:0, Wiedwald hat wenigstens die 0 gehalten. Der Saal ist brechend voll bei der Jahreshauptversammlung, aber anscheinend finden alle gerade noch einen Sitzplatz. Ah ja, gut, alle sind gut gelaunt. Ich habe einen schönen Sprung hier auf die Bühne, es gibt freundlichen Applaus. Ich setze mich neben den Präsidenten hin und so weiter und so fort. Wir skippen das jetzt einfach mal. Wir haben im letzten Jahr einen kleinen Überschuss von 2,16 Millionen gehabt. Das gibt einen freundlichen Beifall. Ah ja, okay. Dann haben wir hier noch irgendwas mit Mai als besten jungen Spieler. Und Julian Albrecht als besten Jungen. Okay, macht jetzt keinen Sinn. Bevor es losgeht, wen wollen Sie grundsätzlich unterstützen? Ach, wir haben die Wahl eines neuen Vorstands. Ja, dann, wenn ich jetzt den Herausforderer unterstütze, ne, gibt das dann Stress? Keine Ahnung. Ja, ich will eigentlich den Herausforderer mal unterstützen. Unsere Ziele machen wir aggressiv. Und gibt es hier irgendwas zur Wiederwahl oder so? Dem Herausforderer wird zwar keine große Chance zugerechnet, aber mal schauen, was passiert. Er geht kurz auf die Erfolge des Aktuellen ein, mir geht es hier aber um mehr. Ich möchte den Verein noch stärker machen. Ja, das klingt doch gut. Mein Team und ich werden dazu die Mittel bereitstellen. Für den Start werden wir den Verein ein zinsloses Darlehen in Höhe von 40 Millionen zur Verfügung stehen. Damit geht die Post ab, wirbt er für einen Wechsel. Wollen Sie in der Präsidentenfrage noch einmal nachlegen? Ja, natürlich. Ich meine, das klingt doch richtig krass, oder? So, und dann schauen wir mal hier, was da passiert ist. Die Auswertung wird 15 Minuten dauern. Einer meint, das Ergebnis gehört zu haben und macht sich Aufregung im Saal breit. Okay. Das Ergebnis steht fest. Hubertus Hess-Grünewald gewinnt mit 51%. Ja, gut. Jetzt haben wir vielleicht ein Problem. Sie würdigt er keines Blickes. Oh, shit. Ah, gut, ne? So, ein Fan fragt, ob es dieses Jahr mit der Meisterschaft klappt. Starke Zustimmung.
Internationaler Titel, Zustimmung. Ja, super, ihr wollt das anscheinend nicht. Mannschaft unerfahren, ablehnen. Ja, beste Sache, die ich jemals gehalten habe hier, ne? Und das gibt so richtig Sportstandsvertrauen minus. Aber diese 40 Millionen, die wären wirklich geil gewesen, Mann. Dann hätten wir noch mehr Kohle. So 40 Millionen einfach, mit denen wir nochmal hätten einkaufen können. Aber gut, ich hab's versucht, ne? Jetzt ist es natürlich ziemlich blöd, aber gut, wir holen uns das durch Erfolge zurück. So, schauen wir mal einfach, was bei rumkommt. Ich denke mal, das werden wir locker noch schaffen. So, wir spielen gegen Köln. Wir sind deutlich stärker. Es ist einfach nur ein normales Freundschaftsspiel. Wir gewinnen zweistellig. Alles klar, läuft bei euch. Ja, wir werden nicht verlieren. Moukoko nach 4 Minuten, so geht das schon mal. Vorlage Bittencourt, jetzt nochmal mit Vorlage Götzschling, noch ein Eigentor von Köln. Vielleicht gewinnen wir doch zweistellig. Wer weiß, 13-0 zumindest mal zur Halbzeit. Dann bringen wir Finger für Eggestein. Ganz locker, Sessignon für Sonnenberg, auch wenn er gut gespielt hat. Und Ab für Moukoko. Halbzeitansprache natürlich auch nochmal mitnehmen. Für uns gibt es nur den Sieg, wir führen ja auch schon 3-0. Und damit sollten wir das Ding hier gegen Köln gewonnen haben. Ist nur die Frage, wie die zweite Halbzeit jetzt nochmal ausgeht. Und dort sieht es zumindest aktuell gut aus, noch 20 Minuten. Ab legt nochmal nach Vorlage von Fünger. Und damit haben wir hier das Endergebnis 4-0 gegen Köln. Ja, kann man sich nicht beschweren. Das ist natürlich nur die Vorrunde oder sozusagen die Vorbereitung. Aber trotzdem, das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Und wenn wir das so in der Liga machen, bin ich sehr zufrieden damit. Das DFB-Pokalspiel jetzt gegen Jena. Wir werden noch in der Verteidigung auf Kempf, glaube ich, verzichten. Aber ich sag mal, wir kommen weiter. Sollten deutlich stärker sein. Schauen wir mal, wie die Sache hier läuft. Erste Runde ist natürlich immer was Besonderes, aber Moukoko und Kurt Meiners legen schon mal los. Und Jojo Eggestein macht das 3-0 hier klar. Damit sollten wir wohl weiter sein. Wir bringen Albrecht natürlich für Fünger, der es jetzt so mehr oder weniger Stammspieler geschafft hat. Götzschling für Eggestein und Ab für Moukoko auf eine 78 schon der Typ. Bittencourt direkt das 4-0, also wir machen hier schön weiter. 4-0 in Jena, ne? Das ist schon ordentliche Arbeit hier in der ersten Runde. 5-0 durch Ab, also da brennt eigentlich überhaupt nichts an. 6-0, ja, kann man mal mitnehmen, ne? Kann man definitiv mal mitnehmen. Und dann schauen wir mal, wen wir jetzt in der zweiten Runde bekommen. Und dann machen wir nochmal den Bundesliga-Anfang, würde ich sagen. Also, wir haben RB Leipzig, ne? Das ist jetzt nicht mehr so easy. Aber gut, es ist ein Heimspiel. Damit sollte noch einiges drin sein. Jetzt geht es als erstes gegen oder in Union Berlin ran. Boah, und wie viele sind eigentlich in der ersten Runde ausgeschieden, ne? Es sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das hätte man jetzt auch definitiv schneller erkennen können. Aber das sind schon mal ordentlich viele. So in den letzten Jahren gab es das ja nicht. Wir haben ein Angebot für den Hauptsponsor von Erima. Ja, schauen wir mal, was wir rausholen. Ich denke, 8, 9 Millionen werden wohl drin sein. Schauen wir mal, was sie da machen. 8 Millionen haben wir jetzt ja schon fast. 8, 3, 1, ja, 9 bis 10 Millionen. Wohl eher 9 können die jetzt mal machen, Alter. Ist ja ehrenlos, was die hier verhandeln. So, also zumindest irgendwas mit 9. Also auf die 9 müsst ihr schon springen, Leute. Das muss schon sein. 9, 3, 1, ja, nehmen wir so. Oder 9, 6, 4 sogar, weil die reingekommen sind. Prämien interessiert mich meistens nicht so, ne. Das geht eigentlich völlig fit. Brauchen wir jetzt nicht mehr verlangen großartig. Und ja, treffen wir uns so. Macht ihr den letzten Schritt bitte nochmal, das wäre ganz cool. Dass ihr so zeigt, dass ihr es wollt. Genau, für ein Jahr nur. Aber gut, das kann man definitiv noch verlängern. Und dann geben wir denen doch gleich mal Freikarten mit gegen Hertha. 500 Plätze in den VIP-Logen. Und wir geben denen nochmal ein Meet and Greet mit. Mit, ja, wen können wir da machen? Maxi Eggestein, denke ich mal, ist ganz ordentlich. Und dann nehmen wir heute den Saisonstart nochmal mit. Nochmal ein paar Fakten vorm ersten Spieltag. Da haben wir die besten sind die Bayern mit 945. Die schlechtesten sind Union Berlin, gegen die spielen wir gleich mal als erstes. Wir sind die jüngste Mannschaft, die älteste ist aus Dortmund. Höchster Marktwert logischerweise von Bayern, niedrigster logischerweise von Union Berlin. Der beste Spieler Süle mit einer 88. Gut, die sind jetzt noch nicht wirklich in Form, deswegen ist das so verhältnismäßig niedrig. Und auf dem Transfermarkt ist nicht wirklich viel passiert, ne? Wir haben hier Leverkusen, die haben ein bisschen was verkauft und Gladbach haben ein bisschen eingekauft. Aber hält sich alles in Grenzen, wie man hier sieht, bei den Top-Transfers auch. Und damit schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Zumindest nach der Stärke sind wir aktuell das drittbeste Team. Sollte dann auch zumindest mal der Angriff möglich sein nach vorne, aber Bayern ist schon weit losgelöst, ne? Wir haben aber auch viele schwächere Vereine, sage ich mal, die wirklich unter dieser 800er-Marke sind.
Das finde ich schon, ja, ziemlich interessant, dass wirklich so viele unter der 800 sind. Und wie die unter der 800 sind, die sind 735. Wir schauen gleich mal nach, ob unsere zweite stärker wäre als Union Berlin. Und ich glaube wirklich, dass es so ist. 871 gegen 735. Schauen wir mal rein. Ja, wenn mich das Spiel auch mal machen lassen würde. Dankeschön. Gehen wir mal weg hier. Unsere zweite hat eine 700. Unsere zweite ist einfach stärker als Union Berlin. Wow. Also, das wäre mir schon eine Demütigung. So eine Drittligamannschaft, die einfach stärker ist. Ne? Aber gut. Schauen wir mal. Wir bringen ab von Anfang an für Moukoko. Das ist, denke ich mal, verdient. Und sonst nehmen wir jemanden mit. Weiser vielleicht mal für Friedel. Das ist auch nochmal ganz in Ordnung. Bechemo will ich nichts mitmachen, Meinold auch nicht. Und damit gehen wir rein. Erstes Bundesligaspiel dieses Jahr. Das müssen wir schon, ja, so locker gewinnen. Die schießen wir aus dem Stadion. Macht mal, Leute. 4 Tore mehr müssen wir dann schießen, als wir kriegen. Also ab mit dem 1-0 nach Vorlage von Eggestein. Das ist jetzt erstmal nur die erste Halbzeit, ne? Das ist nicht wirklich gut. Bringen wir Gottschling und ja, jetzt haben wir kein DM. Wir bringen Koopmeiners raus, dafür bringen wir Albrecht. Albrecht tauschen wir mit Eggestein, somit kann der dann vorne neben Fünger stehen. Moukoko halten wir uns wie immer bereit, sollte zumindest Moukoko werden, konzentriert euch. Und nochmal ein Spielergespräch hier mitdrücken. So Leute, dann schießt die nächsten Tore bitte. So, die kriegen erstmal ein paar gelbe Karten. 2-0 durch irgendjemanden. Wir bringen Moukoko für ab. Passt ja schon mal sehr gut. Ab hier 2 Tore direkt am ersten Spieltag, ne? Ja, gut, 2 Tore gegen Union Berlin hier. Das ist nicht ganz das, was ich wollte, ist aber zumindest in Ordnung. Und das geht soweit. In der Mannschaft der Woche sind Veljkovic, Koopmeiners und Arp logischerweise mit den 2 Toren. In der Reserve ist Haidt mal wieder komplett abgegangen. Der hat jetzt eine 75, hat 3 Tore gemacht. Ja, der müsste eigentlich wirklich schon in einem besseren Club spielen, aber wir haben halt eben nicht den Platz und so wirklich verleihen wollte ich ihn dann auch nicht. Aber gut, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und bis dahin, ciao.